Der Wikingerschatz von König Harald Blauzahn. Es ist so unglaublich wie im Märchen, aber wahr. Ein Schatz von unfassbarem Wert, ausgegraben aus den Tiefen der Jahrhunderte, auf einem Acker bei Schaprode, auf Rügen. In dieser Erde hat er gelegen, mindestens 1000 Jahre lang. Und der 13-jährige Luka Malaschnitschenko hat das erste Stück entdeckt. Ich habe gedacht, das ist irgendein Aluschrott, aber durch Erfahrung nimmt man doch erstmal alles mit und guckt dann doch zu Hause nochmal, ob es wirklich nur Schrott ist. Gerade nach Stürmen oder wenn die Äcker umgepflügt werden, gibt die Erde ihre Schätze frei. Das kleine Stück Metall gab den Hinweis auf einen 1000 Jahre alten Hortfund. Das hat René Schön erkannt. Er leitet die sogenannten Ackerwanderungen auf der Insel und er hat das Stück genau untersucht. Dann habe ich da gesessen und habe mir dann hab die Bücher gewälzt und habe auch im Internet recherchiert gehabt. Und dann, da kam ich dann immer auf Harald Blauzahn und Heiterbu-Prägung. Und ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Und nicht nur Münzen. Was hier zunächst aussieht wie ein altes Stück Fahrradkette, gehört nicht nur zum Schatz von Schaprode, sondern ist eins der Highlights. Das Stück Metall entpuppt sich als kostbare und aufwendig gearbeitete Halskette aus massivem Silber. Wir haben hier einen weiteren Halsring gefunden, der aus Silber ist und der zeigt mal wieder wunderbar, wie hoch und präzise die Handwerkskunst der damaligen Zeit doch schon gewesen ist. Und so sieht die Kette gerichtet aus. Der Schatz zeigt, wie weit die Wikinger in der Welt herumgekommen sind. Neben dänischen Blauzahnmünzen sind Zahlungsmittel aus England und dem gesamten arabischen Raum dabei. Sogar aus Afghanistan und natürlich Schmuck. Der Wert ist noch nicht bezifferbar. Für den jungen Nachwuchsarchäologen ist es wahrscheinlich der Fund des Lebens. Wäre natürlich sehr schön, wenn man noch mehr Schätze finden würde, aber wenn man auch nur eine Münze findet, man freut sich auch trotzdem, weil viele denken ja, wenn man einen Schatz gefunden hat, und dann freut man sich nicht über eine Münze, aber es ist trotzdem so. Vermutet wird, dass der Schatz vergraben wurde, als König Blauzahn sich nach Pommern zurückzog. Er hatte den Krieg gegen seinen Sohn Sven Gabelbart verwundet verloren. Stoff für Märchen. Der Schatz jedoch ist der bisher größte zusammenhängende Schmuck- und Münzfund aus der Wikingerzeit. Und in Stralsund ist Archäologe und Grabungsleiter Dr. Michael Schirren vom Landesamt für Kultur- und Denkmalpflege. Ja, ein 13-Jähriger findet, wovon eigentlich alle träumen, nämlich einen Schatz. Wie spektakulär ist dieser Fund wirklich? Ja, hallo. Ja, dieser Schatz ist schon durchaus spektakulär. Es ist in seiner Zusammensetzung ein Silberschatz, der aus Schmuck, Münzen und Barren besteht und den man eigentlich in dieser Zusammensetzung eher in Dänemark erwartet hätte und nicht auf der Insel Rügen. Mhm. Vermutungen legen nahe, dass dieser Schatz dem dänischen König Harald Blauzahn gehören könnte. Von dem hat man ja bereits 1872 auf Hiddensee den Goldschmuck gefunden. Welche geschichtlichen Ereignisse umranken eigentlich diesen Dänenkönig und stimmt das eigentlich auch? Ja, ob das stimmt, wissen wir nicht. Dieser König ist teilweise eine mythologische Figur und nur zu Teilen wirklich eine historische Figur, von der nur wenige Quellen im Grunde existieren. Aber was mit dem Hiddensee-Schatz, mit dem Goldschatz, der hier im Stralsunder Museum zu sehen ist, verbunden wird, ist, dass er wahrscheinlich nach neuesten Erkenntnissen aus dem Umfeld des Königs oder aus dem Besitz des Königs selber stammen könnte. Und da wird es nun interessant mit unserem Schatz, den wir jetzt hier geborgen haben, denn der liegt quasi in Sichtweite zu dem Fundort in Neuendorf, nur auf dem rügischen Festland, wenn man so will. Mhm. Einige der Münzen, die gefunden worden sind, sind zerhackt gewesen oder sind zerhackt. Wieso? Ja, das ist nicht durch den Flug passiert, sondern das sind im Grunde Zeugnisse dieser Wirtschaft in dieser Zeit. Es ist Silber, ist sozusagen die Währung, mit der man alles bezahlt hat. Und so musste man, wenn man größere Objekte wie eine Kuh oder ein Pferd oder einen Sklaven kaufte und da fehlte vielleicht noch 20 Gramm, dann hat man durchaus auch einen schönen Schmuckring einfach zerschlagen, um die entsprechende Gewichtmenge dann dem Verkäufer oder dem Käufer auszuhändigen. Ja, schöne Geschichte am Rande. Was passiert jetzt eigentlich mit dem Schatz? Ja, der Schatz wird jetzt inventarisiert, dann wird er nochmal restauratorisch begutachtet werden. Ja, und dann wird er der Forschung zur Verfügung stehen und wir hoffen, dass wir über internationale Kontakte, denn dieser Schatz ist wirklich auch in seiner Zusammensetzung ja international, diesen Schatz dann allmählich analysieren können und mehr über die Geschichte herausbekommen als nur die Spekulation, dass er vielleicht etwas mit der Flucht König Haralds am Ende seiner Regierungszeit zu tun hat.
Vielen, vielen Dank für all diese Informationen. Weiterhin viel Erfolg. Das war Dr. Michael Schirren vom Landesamt für Kultur und Denkmalpflege. Dankeschön.